Hallo Freunde der Nacht, da bin ich wieder, euer Zahadum mit der neuen Folge Age of Wonders Planetfall Invasions. Wir spielen mit der neuen Echsenrasse den Shakarn. In der letzten Folge ist unsere Orbitalrelays fertig geworden. Wir haben unsere erste Armee hierher transferiert. Wir müssen hier unten aufpassen, da kommt eine Armee der Psi-Fische. Nicht, dass sie uns hier abfangen. Die Armee wollen wir ja hier hin bewegen, um dann hier die Wohnstätte der Psi-Fische anzugreifen. Vorher müssen wir aber natürlich noch mehr Verstärkung hier rüber holen. Bedeutet, erst einmal muss die Armee hier weg von dem Orbitalrelais. Okay, des Weiteren haben wir hier auch noch ein Weltereignis, kurzlebige Nanomaschinen. Das dauert noch 8 Runden an, eine ganze Weile. Und wir hatten doch hier einen Plan, wie wir die Terrianer integrieren können. Wir wollten, ja genau, wir wollten eine Einheit von denen kaufen, rekrutieren. Dann brauchen wir aber noch 90 für, um die Wohnstätten dazu bekommen. Und irgendwie haut das von den Zahlen hier nicht hin. Wenn wir den Scharfschützen holen, haben wir leider keine 90 mehr. Dann warten wir einfach mal noch eine Runde ab und sparen noch ein bisschen Einfluss. Wir können ja bis 200 Einfluss auf der hohen Kante haben. Dieser Vierzeller hat den Provokator produziert. Wir müssen hier endlich mal eine Elite-Militäranlage bauen. Die sollten wir doch aber beschleunigen können. Ja, auf 2 Runden. Michaelos hat einen Sektor-Upgrade fertig. Die haben die Bauliste noch voll. Wir können einen Helden rekrutieren. Was ist das für einer? Den schauen wir uns mal an. Synthese hält. Was hat er? Er hat einen Blitzwerfer, 7er Reichweite. Ersatzteile plündern. Ach, das ist ein Assembly oder was? Ja, ist ein Assembly. Störender Hack. Defektdämon. Ja, sagt mir ehrlich gesagt auch nicht so zu. Da warten wir mal noch ab und fordern den weiteren Helden an. Ein Held ist aufgestiegen. 6 Skillpunkte. Ja, erstmal weiter auf Fernkampf-Spezialist gehen. Aber hier ruhige Hand können wir noch auswählen. Und ja, leider reicht es dann nicht mehr für die Stufe 3 Fernkampf-Spezialisten-Fähigkeit. Dann machen wir das so. Operationen können durchgeführt werden, das ist okay. Brauchen wir jetzt erstmal nicht. Ach so, ja. Die Amazonen hatten uns ja den Krieg erklärt. Da müssen wir uns überlegen, beziehungsweise wir müssen aufpassen, kommen die mit Einheiten? Tatsächlich kommen die hier mit einer Armee. Und das bleibt. Ah, hier kommen noch mehr. Ich wollte gerade sagen, wenn es bei einer Armee bleibt, können wir zufrieden sein. Aber hier kommen noch mehr. Orbitron. Ach, schwierig. Wir müssen das im Auge behalten. Ansonsten müssen wir Armeen dort nach oben, nach Norden verlegen, nach Nordosten. Die Terrianer-Einheit haben wir hier bekommen. So langsam könnten wir vielleicht versuchen, eine reine Terrianer-Armee zu kreieren. Das ist die 5. Einheit. Die wollen wir ebenfalls zu den Sumpfländern schicken. Wir verfolgen mal das Orbitalrelais.
Jetzt landen wir hier. Und da sind sie. Bewegungspunkte sind aufgebraucht, das ist klar. Die Armee belassen wir hier in unserer Hauptkolonie. Und die warten hier weiter auf die Verstärkungen, die durch das Orbitalrelais kommen. Den Sucher hatten wir ein Stück zurückgezogen. Wegen den Amazonen. Die haben hier ja drei Fullstack-Armeen mittlerweile. Und eine Gesellschaftsforschung ist fertig. Oh, das zeigt sie uns gar nicht an. Was ist denn fertig geworden? Ich glaube, Spionage hier unten hatten wir fertig gemacht. Energieabsauger dazu bekommen und Forschungsabhörwanzen. Geheimoperation. Sammelt über mehrere lang. Das ist ein komisches Deutsch. Ich denke mal, die meinen, sammelt über mehrere Monate lang Forschungsdaten des Zielspoilers. Die Daten werden an uns übertragen und die Forschungstätigkeiten des Zieles werden sabotiert, sobald die Operation 5 Runden lang aufrecht ist. Das klingt doch ganz gut. Wir werden es mal ausprobieren. Und dann können wir hier natürlich noch Forschung betreiben. Wir nehmen die Forschungsentwicklung Stufe 2, weil das senkt unsere Kosmitkosten für Einheiten. Kosmitverstärkungslabor. So, da hätten wir das. Und jetzt machen wir noch eine Geheimoperation. Da hatten wir gesagt... Operationszentrum könnte man auch infiltrieren. Gibt's ganz nette Sachen. Aber wir testen erst einmal das, was wir hier. Ach hier. Normalerweise müsste man natürlich dann erstmal das Operationszentrum infiltrieren, damit die Verteidigung des Zielspielsaales runtergeht. Wir machen das. Wir bereiten das mal vor. Es geht ja rubizugi bei uns. Jetzt haben wir noch 5 Punkte übrig. Und können jetzt sogar noch die Forschungsabhörwanzen ebenfalls beginnen. So. Das wird infiltriert, Operationszentrum. Wir nehmen Behan Katla. 90% Chance auf Aufspüren 8%, und das Aufspüren ist uns relativ egal, weil wir sind schon im Krieg mit denen. Was? Operation durch Ziel aufgespürt? Ach komm schon. Fehlgeschlagen. 90% Wahrscheinlichkeit, dass es gut geht? Also, hört doch auf. Unser Agent wurde gefangen genommen, als er das feindliche Operationszentrum infiltrieren wollte, und als wäre das noch nicht genug, konnte er dem Verhör nicht standhalten und hat uns als Auftraggeber enttarnt. Ohne Worte. Wir sagen dazu nichts. Es nervt. Es nervt total. Greifen die nur uns an? Es ging aber schnell. Ja. Sehr gefährlicher Kampf. Was haben die hier? Klasse 1 Einheiten. Also wir könnten denen schon Schaden zufügen. Die haben keinen Kommandanten hier drin. Aber die sind uns halt von der Masse her haushoch überlegen. Ach, die greifen eine Assembly. Kolonie an. Bin mir aber nicht sicher, welche Kolonie. Das ist übrigens ein Schwachpunkt, finde ich. Man müsste hier nochmal irgendwie rauszoomen können, um zu sehen, wo das ist. Wir können jetzt hier nur Mutmaßung, also es wird irgendwo im Nordosten sein. Wisst ihr was? Wir machen das. Ach. Ich hätte schon Bock, einen manuellen Kampf zu machen, ehrlich gesagt. Aber ich befürchte,
Ja, komm. Wir machen automatischen Kampf. Taktische Operationen sind an. Mal sehen, ob die KI das nutzt. Ansonsten, wenn sie keinen nutzt, dann wiederholen wir es. Automatischer Kampf. Ja, das ist hier ein Ovidron. Der Angreifer hat gewonnen. Zwei Einheiten hat die KI ihm zerstört. Also das ist keine Hauptkolonie gewesen, von daher lassen wir ihm das mal durchgehen so. 1557, wir schließen das Ganze. KI hat keine Energie verwendet. Jetzt wollen sie es aber wissen, oder? Ach nee, das sind Marodeure. Gefährlicher Kampf. Automatischer Kampf. Ja, wir haben gewonnen. Sektor besetzt ist hier. Also, da seht ihr mal, was die für Armeen haben. Ja, das ist schon heftig. Hier sind drei Full-Stack-Armeen und hier oben haben sie auch zwei Full-Stack-Armeen. Wir werden da reagieren müssen. Wir müssen eine Armee hier zurecht machen. Aber wir werden erstmal rechts die ganze Liste hier abarbeiten. Zufriedenheitsereignis in Gowin. Wissen. Happiness event in colony. Zaffer Wehrfest hat einen Echo-Schreiter produziert. Wir müssen jetzt die Elite-Militäranlage bauen mal. Die können wir auf jeden Fall vielleicht sogar auf zwei Runden beschleunigen. Nein, leider nur auf drei Runden. Geht das hoch? Heros hat einen Refraktor fertig. Botanischen Gärten brauchen wir ja nicht bauen, weil wir haben hier mit in den Jadefelsen ein Sedatium Arcadium dazu gewonnen, Ressourcenknoten. Das bringt uns 10 Zufriedenheit in der Kolonie, mit der er verbunden ist. Hier unten seht ihr das. Ja, das Sektoren-Upgrade ist jetzt auch erstmal uninteressant. Wir werden hier Taktiker bauen. Ja, 1 Taktiker. Diese 44 Kosmit. ja, nützt alles nichts. Die sind gut. Sollte jede Armee einen haben. Jawohl. Auf 2 reduziert die Rundenanzahl, der ja dann fertig gebaut wurde. Die Twa schicken uns eine Nachricht. Oh, könnt ihr bald den Krieg erklären? Was ist denn mit euch verkehrt? Wir brauchen halt normalerweise die Einflusspunkte. Ja, wir wollen doch nicht verhandeln mit euch. Wobei, können wir den nicht Angriffspakt oder sowas? Ah, der schätzt uns nicht genug. Casus Belli könnte man handeln. Wir schenken denen das als Ges was? Kontaktinformation? Das kann ja nicht sein. Der muss doch die anderen schon entdeckt haben. Anscheinend nicht. Das ist ja krass. Gibt's doch gar nicht. Naja, gut. 162 nur noch. Wäre unschön, wenn der uns jetzt auch noch den Krieg erklären würde. Eine Militärinfrastruktur wurde hier fertig gebaut. Propagandatürme müssen noch gebaut werden. Ein Sektoren-Upgrade werden wir auch noch mit hineinzimmern.
Operationen können vorbereitet werden. Ja, wir werden das nochmal in Angriff nehmen. Operationszentrum infiltrieren. Jetzt vorbereiten. Forschungsabhörwansen. Auch wieder 90%. Starten das. Na, endlich. Operation durch Ziel nicht aufgespürt. Unsere Agenten haben die feindlichen Anlagen erfolgreich unterwandert und die Forschungsabhörwanzen installiert. In einigen Runden werden die Abläufe abgeschlossen sein, worauf die gestohlene Energie zu uns übertragen wird. Energie, ich denke mal eher Wissen, meinen die. Na, wir werden es dann sehen. Ja, das Gebiet ist besetzt. Können wir nicht ändern. Oh, von hier oben kommen sie auch. Dann können sie ihre Landstreitkräfte hier bei Orbitron vereinigen. Ach Mann, gehen wir die Amazonen auf den Zünder. Ich denke euch auch, oder? Die gehen uns gehörig auf den Sack. Ach. Der ganze Plan ist halt ausgelegt gewesen, erstmal den psychischen den Chaos zu machen. Aber wenn die jetzt hier wirklich ernst machen und eine Großoffensive hier oben im Nordosten starten, und das tun sie ja, die Amazonen, mit 4 Full-Stack-Armeen wird's eng. Dann wird's richtig eng. Was man halt versuchen könnte, ist einfach mal unsere Armeen halt zurückzuziehen. Zu unserem Heimatkontinent. Das ist jetzt wirklich schwierig. Könnten wir denn mit den Psi-Fischen hier einen Waffenstillstand vereinbaren? Boah! Ihr habt ja nicht alle Latten am Zaun. Was? Die wollen noch einen Sektor haben. 600 Energie, das könnte man verknusen, aber 106 Einflusspunkte. Und noch den schäumenden Strand. Nee, danke. Könnt ihr vergessen. Nein, dann belassen wir das jetzt erstmal dabei und werden die Psi-Fische links liegen lassen. Ja, das wäre natürlich auch noch eine Variante. Wisst ihr, wie ich meine? Wir schicken bis auf eine Armee alles zurück. Werden jetzt hier nur verteidigende Maßnahmen ergreifen und uns voll und ganz auf die Amazonen konzentrieren. Ich glaube, wir werden das auch machen. Wir werden hier eine richtig gute Armee zusammenstellen. Mit einem unserer besten Helden, aber nicht gerade mit Sprecht Shudder, unseren Haupthelden. Das ist ein 6er. Der ist gut hier. Chop Pyros. Was hat denn der für Skills? Kommandant der Infanterie. Okay. Wir machen das so. Wir basteln uns hier eine richtig gute Armee, mit der wir standhalten können. Ein Propagator wird hier noch benötigt. Und wir nehmen sogar noch den Infiltrator dazu. Ja, so ändern sich dann halt manchmal die Taktiken. Aber es nützt ja alles nichts. Die Amazonen machen ernst. Großangriff. Jener Amazon bedeutet, wir müssen umdenken. Die ganze Propagatorentruppe haben wir jetzt hier. Ziehen wir die Armee hier rein. Die hält die Stellung und schaut mal, hier kommen noch Psi-Fische. Die können wir mal auf dem Weg zurück auf unseren Hauptkontinenten noch mit hops nehmen. Wir haben 2800, können wir ruhig einen automatischen Kampf machen. Ich hoffe, wir verlieren keine Armeen, keine Einheiten. Nein, keine Einheit verloren. Alle niedergemäht. Ja. Wir kriegen wieder Belohnung, weil wir ja in diesem Fraktionskrieg sind mit denen. Wir nehmen die Belohnung natürlich gern entgegen. Und dann wieder zurück.
Die sind gerade angekommen, müssen jetzt wieder zurück. Naja, nützt ja alles nichts. Rheim hat Industriebewirtschaftung produziert. Fortgeschrittene Militärinfrastruktur könnt ihr hier noch bauen. Ja, wir bekommen das sogar auf 3 hoch, also runter gesetzt. Operationen können durchgeführt werden. Ja, das heben wir uns mal noch auf. Dieses Operationszentrum infiltrieren. Energieabsauger, das kostet alles Einfluss. Wir wollen ja sparen, dass wir die Integration bei den Terrianern hinbekommen. Hier hatten wir gesagt, wollen wir eine reine Terrianer-Armee uns zusammenbasteln. Ja, der Paragon-Soldat ist dann halt auch noch mit dabei. Echo-Schreiter noch mit rein. Da fehlt dann hier nur noch. Ja, einen Taktiker könnten wir ja noch gebrauchen. Die behalten wir erstmal zurück. Haltet hier die Stellung. Der Refraktor ist fertig. Das Projekt Chadda. Auf geht's. Ja, wir kommen leider nicht ganz bis hin. Na, dann halt nächste Runde. Jetzt können wir die Runde beenden. Aber wir beenden nicht nur die Runde, Freunde der Nacht, auch die Folge ist beendet. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Däumchen nach oben da, schmeißt was in den Kommentar, lasst da rechts unten gibt es noch einen Button, um meinen Kanal zu abonnieren. Würde mich sehr freuen. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Bye bye. Euer Sahadum.